Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra vom Pinselschere & Co. aus Hamburg und wir starten dieses Video heute mal ein bisschen anders, nämlich mit einer persönlichen Begrüßung. Ihr habt es am Titel gesehen, wir machen heute ein Unboxing und das habe ich hier, das Paket, was wir gleich zusammen auspacken. Ich weiß selber noch nicht, was drin ist, doch ich weiß schon, was drin ist. Das sind nämlich die Swaps von meinen Stempeldirns. Wir mussten ja aufgrund des großen Cs unser großes Teamtreffen absagen und meine Teammädels haben sich gedacht, wenn das Treffen schon nicht stattfindet, warum swappen wir dann nicht? Swaps sind ja immer kleine Tauschprojekte, immer wenn Demonstratoren sich treffen, dann tauschen wir kleine Bastelprojekte. Und das hat Mone organisiert. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle an Mone, die das Ganze organisiert hat. Das ist schon ein bisschen Aufwand, alle Swaps bei sich zu sammeln, zu verteilen, einzelne Päckchen zu packen und die Pakete dann wieder zurückzuschicken. Und mein Paket ist dieses. Da sind jetzt die Swaps meiner Mädels drin und ich bin schon ganz neugierig, was sie sich haben einfallen lassen. Mein Swap habe ich euch schon gezeigt, da schaut immer hier oben unterm i. Ich habe jetzt den gar nicht mehr hier, dass ich in die Kamera halten kann, aber ich will auch gar nicht lange quatschen. Wir starten jetzt gleich. Ihr seht, ich habe schon meine Videobrille auf. Die Kamera hier oben läuft auch schon und ich mache jetzt nur noch die beiden Softboxen an und dann starten wir und packen mal zusammen dieses Paket auf. Ich bin schon ganz neugierig. Also, wir switchen die Ansicht und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. So, hier ist das Paket, noch original verschlossen. Ich habe hier mein Cuttermesser und das packen wir jetzt mal aus. Das sieht so etwa aus, als hätte ich mir selber, aber das seht ihr gerade nicht, als hätte ich mir selber ein Paket geschickt. Aber ich habe natürlich schon den frankierten Rückumschlag da oder das Rücksendeetikett mit beigelegt. Da habt so gut gesichert, gut eingepackt. Und dann schauen wir mal, was da alles so drin ist. Und dann packen wir mal die Swaps aus. Ein bisschen Füllmaterial. Oh. Ja. Viele Verpackungen. Hier ist noch was eingepackt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also, Teamseite hier oben unterm i, alle meine Teammitglieder und ich versuche euch auch alle in der Infobox zu verlinken, die an diesem Swap teilgenommen haben, mit ihren Internetpräsenzen, mit Instagram oder wenn sie selber einen YouTube-Kanal oder einen Blog haben, schreibe ich euch das in die Infobox. Ich hoffe, es sind auch alle beschriftet. Ich sehe hier schon Vanessa, die Stempelfee. Ah, sie hat zwei geschickt, weil eins ist noch für Sven. Ich habe immer den Vorteil, dass ich zwei bekomme, beziehungsweise Sven noch einmal dabei. Ach, gucke mal, das ist sogar personalisiert für Sven. Stempeldirn Alexandra, Teamtreffen April 2020 und Stempeljung Sven. Ein maritimer Wimpel. Mehr der Möglichkeiten bleibt uns ja auch erhalten. Und das ist dann quasi ein Wimpel, der dann auch hier bei mir in der Werkstatt dekoriert wird. Vielen lieben Dank, Vanessa. Oh, guck mal, hier ist nochmal persönlich was für Sven mit dabei. Das darf ich natürlich nicht auspacken. Ist an Sven, aber ich bin ja so neugierig. Ich glaube, die Mädels haben direkt für Sven auch nochmal Pakete gepackt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das auspacken darf. Öffentlich. Ich frage Sven nachher und drehe das jetzt nachher nochmal im Anschluss und dann packe ich euch das, wenn er erlaubt hat, dass ich euch das zeige, ans Ende des Videos. So, wir packen hier erstmal weiter aus. Ha, womit fange ich denn an? Hallöchen, das springt mich an. Hallöchen. Mit dem Magnoliengruß. Das Designerpapier wird natürlich nicht übernommen. Für dich. Oh, Hüftgold. Hier sind kleine Verpackung, eine kleine Verpackung für Rittersport-Täfelchen. Hier ist noch was anderes mit drin. Ah, ein Radiergummi zum Korrigieren und Aufhellen. Das ist so ein Knetgummi-Radierer. Ich weiß immer nicht, wie man damit umgeht. Ich habe den auch. Ach nee, zwei Schokis und dann ist hier noch ein Post-it-Zettel mit drin. So ein kleiner Block. Den brauche ich für meine Videos immer, um irgendwas zu fixieren. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir auch irgendwo ein Absender davon haben. Ja, hier drunter. Sabine Gleuer aus Tellingstedt, wo ich mein Brautkleid her habe. Vielen lieben Dank, Sabine, für die Idee. Guck mal, das hält richtig gut zusammen, dieser kleine Würfel. Und wenn man ihn aufmacht, hat man zwei verschiedene Verpackungen. Das ist eine süße Idee. Vielen lieben Dank, Sabine. Dann haben wir hier auch gleich noch die nächste Verpackung. Meine Mädels
basteln immer sehr gerne Verpackungen. Von mir für dich. Schade, dass er schon wieder rausgeht. Das ist ja im Blog von Jasmin Schulze das Million-Dollar-Stempelset. Guck mal, hier ist aus den bestickten Rechtecken, hat, von wem ist das? Sehen wir gleich. Derjenige einen kleinen Tag gemacht mit dieser Schlitzstanze. Die wird übernommen. Das Aparte-Etikett ist das, glaube ich. Und das sind die bestickten Rechtecke und dann kann man ganz schnell nochmal so einen kleinen Tag da draus machen. Dann ist das die Verpackung so. Kleines Osterei von Sophie Weise hier aus Hamburg. Facebook ist sie Sophies Kartenhaus, auf Instagram auch @sophieskartenhaus und ihre Internetseite ist www.sophieskartenhaus.de. Oh, ich muss gucken, dass ich hier im Fokus bleibe, also im auch wieder Hüftgold. Ah, es ist ja Wochenende, ich darf ja naschen. So, ach, mit den Mohnblüten. Ich hoffe, die sind mittlerweile wieder verfügbar. Die waren ja vom großen Zeh, von der globalen Situation betroffen. Aber ich hoffe, das kommt jetzt alles so langsam wieder dazu. Das ist eine selbstschließende Box. Kann man auch in allen möglichen Formaten basteln. Ich glaube, ich habe auch mal eine gebastelt. Von Paper Art bei Tina, von Tina Spiller, auch aus dem Süden von Hamburg. Jetzt kann man das einfach hier so aufmachen und hat da natürlich auch das Hüftgold drin. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, Leute. Oh, das geht auf die Hüfte von Tina. Eine tolle Farbkombi. Das Papier ist übrigens selbst gestempelt. Das ist ein selbstgestempeltes Designerpapier. Das wird dann auch nicht ausverkauft sein. Und die Farben sind Minzmakrone und Rokoko Rosa. Schön zart für den Frühling. Es muss nicht immer in Knallrot die Mohnblüte gestaltet werden, sondern in diesen Farben funktioniert das auch sehr gut. Vielen lieben Dank, Tina. Dann haben wir hier eine kleine Box, ein kleiner Gruß mit dem Magnoliengruß. Die Magnolie auch hier oben drauf gesetzt. Und das ist so eine Würfel. Ach hier ist ein kleines Eingriffsloch. So ein kleiner Würfel von Stefanie Brenzel. Instagram kreativ_mit_Stefanie mit PH. Und da ist noch ihre E-Mail-Adresse dabei. Auch wieder ein bisschen Hüftgold. Ein kleiner Cube. Ein kleiner Geschenk-Cube, einfach gefaltet, ist im Prinzip, das Prinzip ist ähnlich wie dieses, nur halt nicht angeschrägt, ne? Sondern einfach nur rübergeklappt, wie eine Pizzabox. Habe ich auch schon gebastelt, aber man kann das natürlich alles abwandeln. So, dann haben wir hier nochmal den Mohnblütenzauber, genießt die kleinen Dinge, hier auch wieder Hüftgold, von Doro. Doro ist unsere niederländische Stempeldirn aus Den Haag. Schön, dass wir trotz Corona-Krise miteinander swappen. Ich habe die Mohnblüten und die rosa Kleckse mit Hilfe von Maskiertechnik gestempelt bzw. schwarz geembossed. Die Blüten habe ich anschließend mit Fingerschwämmchen eingefärbt, dann noch Glanz drauf. Viele liebe Grüße von Dora. Diesen Aufkleber kannst du abziehen. Guck mal. Aber es ist schön, dass wenigstens noch eine Mini-Anleitung mit dabei ist, wie sie diesen Effekt erzielt hat. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Doro. Gute Besserung. Na, das können wir alle gebrauchen in den heutigen Zeiten. Auch wieder mit den Painted Poppies. Ich muss aufpassen, dass ich hier im Bild bleibe. Entschuldigt. Painted Poppies. Und dann ist hier das, was wir Frauen alle gerne mögen, ein Magnetverschluss. Und ui, Smart Hanky. Ich glaube, das sind Taschentücher. Taschentücher dreilagig. Also Papiertaschentücher mit einem, ja, auch was fürs Auge. Da wird man dann auch schnell wieder gesund. Dann haben wir ein bisschen Honig, einen Tee mit Abwehrkräften und das kommt von Christine Köper-Schmidt, auch hier aus Hamburg. Vielen lieben Dank, Christine, für, wenn man nachts nicht schlafen kann, ne, kann man sich den jungen Mann angucken und gesundet dann. Vielen lieben Dank, Christine. So, dann haben wir hier noch eine Box. Das ist auch so eine selbstschließende. Steht noch nicht drauf, von wem sie ist. In Minzmakrone mit dem Gänseblümchen. Und auch da ist das Papier mit dem
Stempel gestaltet, sodass wir quasi wieder unser eigenes Designerpapier haben. So, dann geht die Box hier nach vorne auf und dann hier. Ach, das ist, die ist nur gefaltet ohne Kleben. Und die kommt von Ute Meinschel aus Einbeck. Feuchtigkeitsmaske. Wenn wir jetzt alle zu Hause sind, haben wir auch ordentlich Maskenverbrauch. Und eine kleine Schoki mit dabei, Kaffeecreme, die ich am liebsten mag. Vielen lieben Dank, Ute. Das ist auch ein sehr interessantes Prinzip hier mit den Zuf. Also wie gesagt, ohne Kleben, nur gefalzt. Ich glaube, ich habe gesagt, ohne zu kleben. Eine Box. Vielen lieben Dank, Ute. Oh Mann, die Painted Poppies. Ach, hier, gucke mal. Ich wollte gerade sagen, die Painted Poppies, das ist mein Swap. Jetzt habe ich doch wieder einen. Ich habe wahrscheinlich einen zu viel geschickt, sodass ich den dann noch mit dabei habe. Das war ja mein Swap. Ich habe auch mit den Painted Poppies gearbeitet und alles ist durcheinander. Die Frisur, das Haus, das Herz, das Leben. Dies habt ihr ja gesehen. Hier oben unterm i habe ich euch das Video verlinkt. Das war meins, auch mit den Painted Poppies gestaltet. Ich hatte echt Zeitnot in der Zeit, aber hat gut geklappt. So, also der Swap war von mir. So, dann haben wir hier, das ist von Papierkunst von Heike. Ein kleiner Gruß. Ich vermute, das ist von Heike Deutschendorf. Gucken wir gleich mal. Wir haben auch Namen doppelt bei uns im Team, deswegen. Mal hier. Moin. Ja, ganz bestimmt. Das ist ganz bestimmt von Heike hier. So. Ich ziehe euch das mal rüber, damit ihr das besser seht. Das ist ein Anhängsel. Das kann ich mir gut in meinem Schaufenster vorstellen. Ich habe es ja noch maritim dekoriert mit meinem Team. Das sind einfach aus den Stickmusterrahmen die Kreise ausgestanzt. Und die Motive, die Buchstaben gibt es ja leider nicht mehr, aber es kommen neue Buchstaben. Dann kann man das quasi auch nachgestalten. Das Moin und den Anker dazwischen. Und schon hat man ein schönes maritimes Anhängsel, was man sich ins Fenster hängen kann oder an den Schrank. Und ich vermute, das ist von Heike Deutschendorf hier aus Hamburg. Das passt zu dem, Wedel. Ist alles Hamburg. Alles, was hier oben ist, ist Hamburg. Aus Wedel kommt sie, glaube ich. Oder Rissen? Nee, Wedel, glaube ich. Ach, ich und Geografie, ne? Vielen lieben Dank, Heike. Das ist wieder eine ganz tolle Idee. Mal gucken, wo ich sie platziere. Das wird auf alle Fälle aufgehängt. Vielen lieben Dank, das ist eine schöne Idee. Ach so, hier steht ja noch was dabei. Vielleicht sollte ich da mal reingucken. Tralala. Das ist, wenn man auspackt. Von Heike. Moin, liebe Stempeldirns. Da ja der Begriff Dirns aus dem Norden stammt, also für alle nicht-norddeutschen Dirns heißt, ist der Begriff für Mädchen. Ne? Säutedirn ist ein süßes Mädchen, eine Säutedirn. Aus dem Norden stammt, habe ich mir überlegt, was denn dazu als Swap passen würde. Und da fiel mir das Wort Moin ein. Moin sagt man bei uns sowohl morgens als auch abends. Man merkt immer, dass jemand nicht aus Hamburg kommt, wenn man Moin sagt und der mit Guten Morgen antwortet, auch wenn es nachmittags ist und ganz irritiert ist. Also bei uns sagt man Moin. Zu jeder Tages- und Nachtzeit heißt so viel wie Hallo. Moin Moin ist schon eine Unterhaltung, ne? Also Moin Moin ist auch mehr so, wenn man jemanden besonders mag. Aber ansonsten heißt es nur Moin. Also fallt nicht drauf rein, dass es bei uns Moin Moin heißt. Wie gesagt, das ist schon eine Unterhaltung. Für die Nicht-Norddeutschen, es ist ein verbreiteter Gruß im Norden, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit verwenden kann. Und das klingt immer so schön gemütlich und fröhlich. Genau. Darüber hinaus finde ich Basteleien mit Schrift auch immer einfach nur schön. Ich hoffe, euch gefällt das kleine Mobile und hoffentlich halten die Knoten. Ganz schön friemelig. Ja, ich habe mal ein Mobile für mein Schaufenster gemacht. Das ist wirklich ganz schön fummelig. Und dass es dann auch noch hält. Darüber, von den Farben her habe ich versucht, Strand und Wasser nachzubilden. Bei uns an der Elbe. Wohne in Wedel, arbeite in Hamburg, ist das Wasser zwar nicht so karibisch, aber bei schönem Wetter an der Ostsee gibt es ja durchaus diese Farben und da liegt normalerweise unser Segelboot in Kiel. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald wieder und freue mich jetzt erstmal auf eure Swaps. Viele liebe Grüße und bleibt gesund, eure Heike. Vielen lieben Dank, Heike, auch für diesen persönlichen Gruß an jeden nochmal mit dabei. Ich hole das nochmal raus wegen der Farben. Ist auch ein süßes Beutelchen hier. Wie dafür gemacht. Ne? Ach, karibisch, komm. Wir dürfen dieses Jahr eh nicht in Urlaub fahren. Ne?
Das ist schon aquatische Farben. Vielen lieben Dank, Heike, auch für den persönlichen Gruß da nochmal drin. Auch für unsere Süddeutschen, also Stempeldirns, wir sind ja nicht alle nur aus Hamburg und Umgebung und nicht nur aus dem Norden. Wir haben aus Niederlanden noch, wie gesagt, Doro ist aus den Niederlanden. Wir haben im süddeutschen Raum, in Mitteldeutschland, wir sind eigentlich quer übers Bundesgebiet verteilt. Bienchen, Juliane Oettler, da sind wir zum Beispiel in Bautzen, ne? Sehr weit östlich, südöstlich, in der Nähe von Dresden. Papier und Kunst. Und sie hat die Bienchen verarbeitet, das Bienenpapier und auch diese filigrane Biene. Das verlässt uns ja leider, das Stempelset. Ach, und dann hat sie hier, ach, guck mal hier. Wenn ihr das mal so dreht, dann könnt ihr es erahnen. Da ist ein Schubfach, da ist eins, da ist eins, da ist eins. Das kann man wunderbar auch mit Streichholzschachteln machen. Und ich habe Sven mal einen Adventskalender damit gebastelt. Und dann kann man das rausziehen. Und dann ist dann in jeder Schachtel eine Süßigkeit drin. Hüftgold. Für fleißige Bienchen. Ne? Das könnte man zum Beispiel auch gut machen als Adventskalender und dann wirklich nur für die vier Adventssonntage. Ein kleiner Adventskalender to go. Ein bisschen abgewandelt, kann ich mir das gut vorstellen. Lieben Dank, Juliane, für die schöne Idee. Mal gucken, ob wir das mal abwandeln. So, ui. Alles Gute zum Geburtstag. Das ist ein Flaschenhänger oder ein Türhänger? Ich pack den mal aus. Vielleicht finden wir dann auch heraus, von wem das ist. Hier. Inkjet.de, von Inke ist das. Inke Döscher. ink-at-art.de. Ich verlinke euch das unten. Hier hat sie das Designerpapier aus der Celebration, was es zuletzt gab, einfach eingefärbt. Ich vermute mal mit der Schwammwalze. Und dann haben wir hier, also ich würde jetzt sagen, es ist ein Türhänger. Wenn man hier noch eine Falz lang zieht, dann kann man es auch gut über eine Flasche hängen als Flaschenanhänger. So steht es ja jetzt ein bisschen ab, ne? Aber wenn man jetzt hier noch eine Falz hinsetzt, dann kann man das auch zum Runterhängen an einer Sektflasche, an einer Weinflasche anbringen. Aber das ist jetzt ein Türhänger für eine Tür, logischerweise, um es über eine Klinke zu hängen. Auch hier der Hintergrund wieder das Designerpapier, was ursprünglich ja weiß-Kupfer war und dann mit der Schwammwalze koloriert. Hier haben wir die Torte, die fand ich auch zauberhaft aus der Celebration. Das war ein tolles Set, da gab es ja auch die Stanzen mit dazu. Die Celebration ist jetzt leider vorbei, aber das ist auch ein tolles Set gewesen, passt zum Geburtstag, zur Hochzeit. Wenn ihr es euch gesichert habt, arbeitet auf alle Fälle weiter damit. Ne? Tut es nicht in die Ecke unbeachtet, sondern arbeitet damit gerne weiter. Sind ja nicht alle so bekloppt wie wir Demonstratoren, die wir es jetzt quasi nicht mehr zeigen können. Um für alle, die jetzt erst drauf aufmerksam werden, da keine schlechte Stimmung zu schaffen, weil es das nicht mehr gibt. Sehr schöne Idee. Hier unten ist noch das Glückskäferchen und die Farbgebung finde ich auch toll. Mit dem Grün dazwischen und das Pink gefällt mir sehr gut. Vielen lieben Dank, Inke. So, auf was nehme ich denn jetzt als nächstes? Wir hatten lange keine Mohnblüten mehr, ne? Hier ist, glaube ich, was kaputt gegangen. Ach nee, das ist auch ein Magnet. Er ist ein bisschen knapp bemessen. Das hält nicht so ganz zu, aber wir denken uns das einfach. Jetzt hält es. Das ist Celebrate Every Moment, das Mosaik-Designer-Papier und kombiniert mit den Mohnblüten. Hier ist die Manschette drum gelegt. Und die Box, die bleibt, glaube ich, auch. Diese Geschenkbox zum Einpacken, da hatte ich in der Halloween-Serie den Halloween-Kuchen eingepackt. Und hier haben wir ein Duschbad. Pharma Verde, Orangenblüten-Duschbad von Melanie Pango. Auch hier aus Hamburg, nee, aus Tostedt, Entschuldigung. melaniepanko.stampinup.net, das ist ihre Business-Website, und ein Orangenduschöl.
die Verpackung, die geht so ein bisschen unter. Ich sollte die auch nochmal bebasteln. Die ist so schön, die hat eine schöne Größe und man kann sie einfach schließen. Und dann noch eine Manschette drumherum. Hier, wie gesagt, hat sich ein Magnet versteckt. Vielleicht ist der Magnet nur ein bisschen zu schwach. Das kann ja auch sein. Auf Karten oder so bei Verpackungen ist man ja manchmal ganz froh, wenn er nicht ganz so stark ist. Aber hier soll er ein bisschen was halten. Aber jetzt hält er. Das Band, die Stanze verlässt uns leider auch. Ich bin gar nicht dazu gekommen, was damit zu basteln. Die liegt nicht unbenutzt bei mir, aber um mit etwas Öffentliches damit zu basteln als Video, das habe ich nicht geschafft. Das tut mir leid. Jede Menge Sternstunden und schöne, mit jeder Menge Sternstunden und schönen Momenten. Da fehlt der erste Teil des Textes. Meckermodus. Ach, von Kerstin. Kerstin Telemann, ein Tee. Entspannung. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Entspannung. Mit jeder Menge Sternstunden und schönen Momenten. So bildet sich das. Das ist im Prinzip ein Lesezeichen. Das kann man auch gut als Lesezeichen verwenden. Wo habe ich? Habe ich irgendwie ein Buch? Nee, aber eine Karte. Habe ich eine offene Karte hier schon? Eine, die ich schon gezeigt habe? Oder wir nehmen einfach mal den Wimpel. Wenn das die Buchseite ist, kann man damit sich quasi seine aktuelle Seite auch als Lesezeichen markieren, weil ein Magnet drauf ist. Und dann hält das. Ist also wiederverwendbar, nicht nur als Teebeutelverpackung hier als Teebeutelverpackung, sondern auch wiederverwendbar als Lesezeichen. Tolle Idee, vielen lieben Dank, Kerstin. Du bist ja eine von unseren neuen Stempeldirns. Ich glaube, das wird dann auch dein erster Swap gewesen sein, den du jemals in deiner Demonstratorenkarriere gebastelt hast. Das ist ein ganz besonderer Swap, immer der erste. Ich habe meinen ersten auch noch irgendwo. Hier haben wir eine Klappkarte, Hallöchen von mir, mit den Seerosen, auch mit dem Seerosenpapier. Und das ist von Birgits Kartenreich. Wenn ich jetzt wüsste, welche Birgit das ist, weil Birgit ist ja auch sowas wie eine Sammelbezeichnung, wie Peter, ne? Peter ist ja auch eine Sammelbezeichnung. Birgits Kartenreich. Muss ich mich nochmal schlau machen, habe ich euch dann eingeblendet, beziehungsweise findet ihr in der Infobox eine Klappkarte mit Magnetverschluss. Mal ein bisschen anders zu öffnen, kann man dann auch, hätte ich jetzt beinahe gesagt, gut hinstellen, um den Gruß zu lesen. Man könnte hier drinnen auch gut ein Foto verstecken und dann kann man das, das lässt sich jetzt schlecht zeigen, so hinstellen und hat dann quasi gleich wie einen Bilderrahmen, ne, wenn man das dann so hinstellt, wenn man da ein Foto drin versteckt. Wäre auch eine schöne Idee. Vielen lieben Dank, Birgit. So, hier wird es tropisch für dich. Verlässt uns leider auch, aber war ja lang genug auch bei uns, das Tropenflair-Set. Das ist eine Karte in Watercolor-Techniken, in Schwarz. Hier ist auch der Umschlag noch gestaltet mit so einer Ombre-Technik. Das kann man gut machen mit einem Babyfeuchttuch, indem man einfach zwei Farben da drauf auftröpfelt und dann so einen Farbverlauf auf dem Stempelabdruck erzielen kann. Und hier ist es eine Aquarelltechnik. Es ist ausgestanzt und dann die Blätter hinterlegt. Und in so einer Aquarelltechnik, du bist einzigartig, von Sandra Balzer, mit Liebe gemacht, das Äffchen. Das ist auch mal ganz interessant, ne? Dann spart man sich einfach den Text hier drinnen, ne? Indem man einfach schreibt, du bist einzigartig und hier unten kann man noch Gruß Alexandra oder in dem Sinne Gruß Sandra reinschreiben. Und ja, das ist in der Aquarelltechnik. Ich halte euch das mal, gerade bei diesem Blatt sieht man das besonders gut, ne? Auf Aquarellpapier ausgestanzt und dann aufgestempelt. Und ich vermute mal, es ist auf dem Stempel schon koloriert. Also auf dem Stempel verschiedene Farben aufgebracht, angespritzt und dann aufgestempelt auf Aquarellpapier. Sandra, dich packe ich hier wieder mit rein, damit du nicht verloren gehst. So, was haben wir denn hier als nächstes? Danke. Von Carola. Liebe Grüße und bleib gesund. Danke fürs Swappen mit mir. Carola aus Pinneberg. Oh, wisst ihr, wie lange ich keine Waffel mehr gegessen habe?
Ich könnte da jetzt so reinbeißen, weil ich den Quatsch so gern mag. Ich glaube, das wird auch nicht mehr zu Hause erleben. Vielen lieben Dank, Carola. Das ist wie so eine Buchverpackung, eine kleine Verpackung. Süße Idee, immer nett für Mitbringsel oder auf dem Tisch für Gäste und ganz einfach zu basteln und auch zu schließen mit so einem Schleifchen. Vielen lieben Dank, Carola, für die Idee. Dankeschön. Oh, und für die. Oh Gott, ja, diese Schnitte geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. So. Hier wird es wieder maritim, war ja Stempeldienst-Treffen, wäre ja gewesen. Glückwunsch mit dem Anker und dem Kompass, einfach auch das Designerpapier, das sind die Stickmusterrahmen und das ist aus dem Set mehr der Möglichkeiten. Oh, guck mal, das ist ja mal eine richtige 3D-Karte. Wenn man die aufklappt, öffnet sich hier wie so eine kleine Theaterszenerie mit verschiedenen Aufbauten. Das war aber sehr, sehr aufwendig. Vielen lieben Dank. Von wem ist denn das? Von Margarete. Margarete Maracke, auch hier aus Hamburg. Ein Gruß aus Norddeutschland, mein absolutes Lieblingsset, eine Männerkarte mit Wow. Ja, das ist sie tatsächlich. Wow, Margarete, das ist eine tolle Idee. Mit verschiedenen Kreisstanzen und ist wie so eine kleine Unterwasserwelt. Also wie so ein Theateraufbau, ne? Ganz toll. Mama Ella ist sie. Mama Ella ist sie bei Instagram und die Inspiration hat sie auch von Instagram, von Annelies Welt. Eine Tunnelkarte, das nennt sich Tunnelkarte. Ja klar, man hat so den Tunnelblick da drin, ne? Das ist eine tolle Idee. Vielen lieben Dank, Margarete. Kommt auf alle Fälle in meine Inspirationskiste. Thinking of you, sweet friend. Hier wieder die Bienchen verarbeitet. Ach, schade, dass sie uns verlassen. Schade, schade, schade. Die mochte ich sehr gerne. Mal so, wenn man mal nicht nur Schmetterlinge möchte. Das ist auch eine Teebeutelverpackung und die ist von Athena. Auch aus dem Süden von Hamburg. Ich glaube, südlich von Hamburg, ne? Eine Teebeutelverpackung. Schwierig, so schmal zu falzen für so eine Verpackung. Und die Bienchen dazu. Das ist auch eine tolle Idee. Nicht sehr aufwendig zu machen, aber trotzdem eine schöne Verpackung. Manchmal sind ja die einfachen Sachen, liegen ja manchmal ganz nah und man sieht sie gar nicht, ne? Mit einem Schleifchen zu verschließen. Ein bisschen abgewandelt kann man das auch gut für eine Gutscheinverpackung nehmen, in den Maßen ein bisschen abgewandelt. Eine tolle Idee. Vielen lieben Dank, Atina. So, hier machen wir mal weiter. Susanne Herrmann aus Berlin. Wir sind auch in Berlin vertreten. Wir sind sogar mehrfach in Berlin vertreten und auch in Rand-Berlin. Und das ist auch eine Briefumschlagkarte. Ach, guck mal, hier ist auch noch was drin. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, okay. Da ist so ein, es gibt so Aktentaschen, ne? So, die in dieser Form sind. Da verbirgt sich eine Karte drin, ein lieber Gruß mit dem Designerpapier Blütensinfonie, dieses ganz dünne. Und hier ist Papierblumenmischung. Also haben wir früher Strohblumen dazu gesagt, konnte man die gut trocknen? Blumen sind immer schön. Und ich meine, dieses Jahr vielleicht kommen wir auch mal, wer einen Garten hat, dazu ein bisschen mehr die Gartenzeit zu genießen, weil wir können ja ohnehin nicht draußen rumspringen. Quedlinburger Saatgut ist übrigens eine Qualitätsmarke aus den neuen Bundesländern. Ein lieber Blumengruß. Vielen lieben Dank auch für diese mal andere Umschlagverpackung. Ne? Wie so ein, wie nennt man das denn? Ja, so ein Ziehharmonika-Effekt ist hier drin, ne? Vielen lieben Dank, Susanne. Und ich gucke gerade mal, Maisuse 2019. Ich glaube, das ist die Instagram-Adresse. Ich versuche das mal alles zusammenzufügen und in die Infobox zu schreiben, alle meine Stempeldirns, die hier am Swap teilgenommen haben. Wenn es zum Katalogstart wieder länger dauert, oh, was für eine tolle Schrift. Guckt euch mal die Schrift an. Ich glaube nicht, dass das gedruckt ist. Ich glaube, das ist per Hand geschrieben. Irre. Och, ich wünschte, ich könnte so schreiben. Auch wieder mit den Mohnblüten. Mal gucken, von wem das ist. Steht schon hinten drauf? Nein. Ich habe ja schon einen Verdacht. Ach nee.
Habe ich falsch gedacht. Von Carina Waldmann aus dem Süden, aus Floss. 92 ist die Postleitzahl, fängt die Postleitzahl an. Carina hat letztes Jahr ein Mini-Album gebastelt, auch sehr aufwendig. Hier hat sie unser Logo wieder mit dabei, Stempeldirns. Damit wir, wenn der Katalog kommt, gleich markieren können, zu lieben, was wir tun, zu teilen, was wir lieben und somit anderen zu helfen, durch eigene Kreativität Erfolge zu erzielen. Dadurch zeichnen wir uns aus. Das ist unser Leitspruch für Demonstratoren von Carina. Hier ist auch noch was drin. Ist eine Zugverpackung. Oh, Joghurette. Glücklich steht dir. Da ich letztes oder vorletztes Jahr auch eine Verpackung mitgebastelt. Eine ganz einfache Ziehverpackung mit einem Schokoladenaufzug, ne? So kann man auch ganz süß was verpacken. Und ich glaube, die Birke als Hintergrundstempel verlässt uns auch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber die Mohnblüten bleiben und das ist schön. Ich bin immer noch fasziniert von der Schrift. Carina, schreibst du bitte mal in die Kommentare, ob du selber geschrieben hast? Wow. Irre, wenn man so schreiben kann. Irre. Vielen lieben Dank, Carina. Es kommt hier wieder zusammen rein. Och, mein Fernsehabend ist gesichert. Ich habe genug Schoki heute hier dabei. Eine Kleinigkeit, das ist wieder so eine Dreiecksverpackung. Was heißt wieder? Aber wir hatten die schon öfter mal und das ist auch ein sehr beliebtes Swap-Teilchen. Kann man auch in größer für Kugelschreiber und Füller zum Verschenken. Eine Kleinigkeit, hier ist ein Bienchen mit drauf. Das kann man abziehen und das ist, glaube ich, auch ohne Kleben. Doch, ein bisschen ist geklebt. Ein Honigstick von Helma. Passt zum Bienenthema. Ich weiß nur leider nicht, von wem es ist. Vielleicht kommt ja noch was dazugehört. So, bisschen fummelig zum Schließen. Ohne Name. Vielleicht finden wir ja noch was dazu gehört. Spätzle-Rezepte. Jetzt, glaube ich, weiß ich, von wem das kommt. Von der Schwäbischen Alb. Von Sandra Heinrich, genau. Schwäbische Spätzle. Sandra ist unsere schwäbische Fraktion hier. Sandra hat uns auch einen Brief geschrieben. Oh, ich hoffe, ich darf das vorlesen. Aber es ist ja an alle gerichtet. Vielen Dank, dass du mit mir geswappt hast. Eigentlich hatte ich vor, mit großem Gepäck zu reisen und zu meinem kleinen Kochbuch einen kleinen Pack Spätzle von der Firma Tress in Münsingen beizupacken. Leider hat uns Corona nun einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich wollte gerne, dass die Pakete, die Mone für uns alle verschickt, nicht zu schwer und vollgeladen werden. Leider habe ich keinen Online-Shop auf der Internetseite von Tress gefunden, aber im Stillen hoffe ich, dass du dich selber mal an dem Rezept ausprobierst. Melde dich gerne, wenn du Tipps benötigst. Ich mache meine Spätzle mit einem Spätzle-Drücker. Sie werden aber auch oft geschabt und zu Knöpfle verarbeitet. Falls du keine Alternative hast, bleiben dir tatsächlich nur noch fertige. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen. Ganz liebe Grüße, Sandra Heinrich. Hat einen Blog www.ebbisgestempeltes-blogspot.de oder bei Instagram ebbisgestempeltes. Das ist quasi das Schwäbische in ihr, das ebbisgestempeltes. Ich weiß jetzt nicht genau, was es heißt. Da sind Spätzle-Rezepte drin, Spätzle-Grundrezept, Linsen, Geisburger Marsch, Kartoffelschnitz und Spätzle, Spätzer, Kässpätzle, überbackene Krautspätzle, Notizen, falls man selber noch ein Spätzle-Rezept hat, Schwäbisch für Anfänger. Ebbis heißt etwas, also Ebbis gestempeltes ist etwas gestempeltes, ne? Geschmelzt mit Schmalz. Ach, das finde ich schön. Vielen lieben Dank, Sandra, für dieses schwäbische Schmuckstück. Spätzle-Rezept, ich habe mich noch nicht dran getraut. Hier ist noch irgendwas. Ach, das gehört hier wahrscheinlich mit rein. Das hat sich gelöst. Das gehört hier drunter, damit man das dann quasi mit einem Gummiband schließen kann. Das werde ich noch reparieren. Mit dem Tacker. Der Tacker, die Allheilwaffe. Sehr mühevoll, hier dann auch genäht, die Bindung.
Vielen lieben Dank, Sandra. Ich werde mich mal ein Spätzle versuchen mit der Kartoffelpresse, wo man Kartoffelbrei mitmacht. Das ist, glaube ich, eigentlich eine Spätzlepresse, ne? So, von Katrin Jagals. Hier sind wir wieder in Berlin. Katrin, was ist das? Ach, guck mal. Intuitiv ist das so eine Aufstellkarte mit einem Magneten. Und schade, dass wir uns nicht persönlich treffen konnten. Herzliche Grüße, Katrin Jagals aus Berlin. Gleicher Jahrgang wie ich, glaube ich. Ein Jahr oder so sind wir auseinander. Das ist eine schöne Hinstellkarte. Es kommt jetzt nicht so richtig rüber, aber so steht sie dann nachher auf diesen drei Spitzen. Vielen lieben Dank, Katrin, für diese Kartenidee. Ich habe die schon mal gesehen, aber ich glaube, ich habe noch nie eine in der Hand gehabt. Aber der Magnet macht es möglich. Dann ist es intuitiv, dann weiß man, wie das funktioniert. Vielen lieben Dank, Katrin. So, dann haben wir von Magdalena, selbstgemacht von Magdalena, eine so mit so einem Twistverschluss hier oben, eine Box, natürlich mit was Süßem drin. Magdalena, ich kriege dich gerade nicht so richtig zugeordnet, aber wie gesagt, es gibt ja noch die Infobox. Das ist der Swap von Magdalena, so eine kleine Box mit so einem Twistverschluss. Ist auch mal was ganz anderes, ne? Könnte man auch einen Knallbonbon draus machen, indem man den Twistverschluss auf beiden Seiten anbringt. Ich glaube, es sieht komplizierter aus, aber wenn sich es einmal gelegt hat, dann passt das auch. Vielen lieben Dank, Magdalena, für diese Idee. Dann haben wir hier nur für dich, ich gucke mal, wie man es öffnen kann, hier ist ein Bänzle durchgezogen mit einem Tropenpapier. Von Simone, die den ganzen Swap organisiert hat. Geht jetzt was kaputt, wenn ich das hier rausfummel? Natürlich Hüftgold, Rettergut, Mixschokolade. Leute, ich habe jetzt gerade so Bock auf Schokolade. Wie entsteht unsere Mixschokolade? Wer mich kennt, weiß, dass das Thema Lebensmittelverschwendung mir sehr am Herzen liegt und dass ich gerne Schokolade mag. Aus diesem Grund möchte ich diesen Weg nutzen, um euch ein tolles Projekt vorzustellen, das sehr unterstützenswert ist. Warum? Bei jedem Sortenwechsel in der Schokoladenherstellung gingen hunderte Kilogramm Schokolade verloren. Das liegt daran, dass Schokolade nur mit Schokolade gereinigt wird. Hä? Man spült die Anlage sozusagen mit reinster Schokolade, stellt man etwa die Produktion von Milchschokolade auf Zartbitter um, werden zu Beginn mehrere hundert Kilogramm sogenannter Chargentrennmassen bestehend aus Zartbitter und Milchschokolade erzeugt. Dabei handelt es sich um eine Mischung zweier hochwertiger Lebensmittel. Durch die immer größer werdende Vielfalt an Schokoladensorten im Handel werden auf den Produktionsstraßen mehr Sortenwechsel nötig, wodurch immer mehr Milchschokolade anfällt. Bisher fand diese Milchschokolade keine Verwendung, sondern wurde separat gelagert und anschließend im schlimmsten Fall sogar weggeworfen. Wir haben die Schokolade probiert und waren entsetzt darüber, dass sie einfach weggeworfen wird. Schließlich werden mit der Schokolade auch alle aufgewendeten Ressourcen weggeworfen. Allein ein Kilogramm Kakao braucht bei der Herstellung bis zu 20.000 Liter Wasser. Uns war klar, dass das so nicht weitergehen darf. Wir fassten uns ein Retterherz und beschlossen, gemeinsam mit unseren Partnern eine Lösung zu finden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und vielen Hürden war es endlich soweit. Die erste Mixschokolade der Welt wurde auf den Markt gebracht. CO2-neutral, produziert mit UTZ-zertifizierten Kakao und kompostierbar verpackt. Schokoladiger geht's nicht. Schnell noch eine Verpackung drumherum, die ich nicht so häufig gesehen habe und euch deshalb ebenfalls als neue Idee vorstellen will, kann. Fertig. Lasst es euch schmecken und seid aus der Ferne lieb gegrüßt. Vielen lieben Dank, Mone, für diesen Denkansatz. Dessen ist man sich ja gar nicht bewusst, dass das so verschwendet wird. Ne? Wenn man das nicht weiß, woher soll man es wissen? Vielen lieben Dank für die Information, Mone. Stop Food Waste. Wenn ich Dörrwerk GmbH in Berlin, wenn ich dazu eine www.utz.org, ich verlinke euch das mal in der Infobox. Ich habe auch hier gerade nochmal einen Tipp, aber das mache ich mal irgendwann in einem Vlog. Das möchte ich ausprobieren, wenn wir hier auch wieder die Teamtreffen haben. Das erzähle ich euch dann nochmal. Das ist auch ein unterstützenswertes Projekt, was ich da gefunden habe. So, dann haben wir hier
Mal gucken, wie die Schokolade schmeckt. Ich werde euch berichten. Kreatives aus der Dachstube von Tamara. Tamara Fach, www.kreatives-aus-derdachstube.com. Tamara ist, glaube ich, auch auf Instagram unterwegs. Grüner Glitzer. Wenn es mal nicht läuft, streu Glitzer drauf. Wie komme ich da ran, Tamara? Muss ich das zerstören? Ich glaube, das muss ich zerstören, um an das Glitzerfläschchen zu kommen. Oder das Glitzerfläschchen hier, wenn man vernünftige Fingernägel hat, rauspulen. Da ist Glitter drin. Grüner Glitter. Ach, doch, geht. Ach, guck mal hier, so eine kleine Fiole, grüner Glitter. Sieht ein bisschen aus wie aus der Hexenwerkstatt, nicht aus der Dachstube. Vielen lieben Dank, Tamara. Das ist ja auch eine tolle Idee mit dem Verschluss hier drin. Obwohl, ich glaube, da ist einfach nur ein kleines Kartonchen. Also, interessant. Kleines Kartonchen dazwischen, so rum wieder rein. Von mir für dich. So, und dann sieht man das da durch. Ist vielleicht auch eine nette Idee, mal einen Lippenstift zu verschenken oder so. Vielen lieben Dank, Tamara. Tamara hat einen YouTube-Kanal und ich vermute mal, sie hat da auch zu einem Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben unterm i. Ich glaube, sie hatte irgendwas gesagt, sie schickt das erst ab, wenn sie das Video dazu gemacht hat. Ich glaube, dazu gibt es ein Video. Schaut mal hier oben unterm i, wenn sie ein Video gemacht hat, findet ihr das da. Und hier haben wir noch was Kleines. Das ist keine Marmelade für dich. Und ohne Zettel. Vielleicht finden wir den hier drin. Ein kleiner Schlüsselanhänger. Nee, ist kein Einkaufsschip, ne? Nee, das ist ein Button. Wieder ein No-Name. Mäusel, schreibt mir das bitte, wer den Swap gemacht hat. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, damit unsere Zuschauer auch sehen, von wem das kommt. Ein Glas mit einem Schlüsselanhänger, mit unserem Stempeldirns-Logo für dich. Der Blumengruß bleibt alles im Blog leider nicht. Ach hier, Johanna. Ja klar, Johanna fehlte ja noch. Von Johanna Matuschek aus Hannover ist das. Ist rausgefallen. Entschuldigung, Johanna. Das ist ja süß. Das ist ja auch ein interessanter Button hier. Du hast uns auch schon... Ist da auch ein Magnet mit dabei? Moment, habe ich was Magnetisches? Na, ich habe jetzt hier nur den Magneten. Nee, weil Johanna hat uns auch schon Kühlschrankmagnete mit unserem Logo und mit Onstage und sowas gebastelt. Vielen lieben Dank, Johanna. Und jetzt kommst du hier auch wieder mit rein. Und jetzt wissen wir auch, von wem das ist. Vielen lieben Dank. Ja, das waren sie alle, meine Swaps von meinen Teammädels. Ich hoffe, es war für euch auch die ein oder andere Anregung mit dabei. Ihr Mädels habt vielen lieben Dank, dass wir diesen Swap trotz ausgefallenen Teamtreffen organisieren konnten. Mone, dir nochmal ganz lieben Dank, dass du es organisiert und durchgeführt hast. Das war ja auch jede Menge Arbeit, da alle Hühner unter einen Hut zu kriegen. Und ja, hab vielen lieben Dank, je nachdem, wie das hier mit uns weitergeht. Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr es noch schaffen, ein großes Teamtreffen zu machen. Ich denke mal, ab Herbst werden dann hoffentlich die Meet and Eats wieder möglich sein. Und dann gucken wir mal, wann wir uns im großen Rahmen wieder treffen. Wann wir uns wieder treffen können. Ach so, und jetzt habe ich ja noch, also wenn mir es erlaubt, dann packe ich jetzt gleich noch das Paket aus. Also wie gesagt, wir wissen alle nicht, wann wir uns wieder treffen können, in welchem Rahmen wir uns wieder treffen können. Aber ich freue mich sehr, wenn es dann soweit ist und wir dann auch uns beim Swappen wieder in die Augen schauen können. Hab vielen lieben Dank für dieses Tauschpaket. Das war sehr interessant, mit euch auszupacken. Und ich denke mal, mein Mann hat nichts dagegen. Und jetzt gucken wir hier nochmal in Svens Kiste rein. Ich glaube, die Swaps sind einfach dann auch nur gedoppelt. Also, das ist der von Katrin. Die Swaps habt ihr schon gesehen. Den haben wir auch gesehen. Ich gucke jetzt nur noch mal. Ja, das ist einfach noch mal Svens Kiste, weil die Mädels sich die Arbeit gemacht haben und haben ihm auch noch mal eine... Guck mal, er hat hier die. Das ist die Abwandlung. Warte mal, wo habe ich meine? Hier, bei mir sind es die Blümchen und bei Sven sind es die Erdmännchen. Ach Mädels, ihr seid süß, dass ihr auch an Sven gedacht habt. Ja, das sind die Swaps alle nochmal für Sven. Hier haben wir den männlichen, die männliche Variante
zu diesem süß. Und hier ist nochmal die männliche Variante, die maritime, zu diesem. Aber ansonsten ist das, glaube ich, alles das Gleiche. Da verraten wir jetzt nichts weiter. Die nehme ich Sven gleich mit nach Hause. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, ihr Stempeldirns. Und ja, allen anderen hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und ich gehe jetzt ins Wochenende. Für mich ist jetzt Feierabend und ich bedanke mich bei allen, und alle anderen hatten vielleicht die ein oder andere kreative Inspiration, was sie dann vielleicht auch mal basteln könnten. Und ja, was soll ich noch sagen? Bleibt gesund, bleibt kreativ, auch in diesen Zeiten, und tschüss aus Hamburg. Tschüss! Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how.